Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Sommerhaul. Ich glaube, in der Art und Weise habe ich es eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Der letzte war ein reiner Bikini-Haul und heute sind aber auch so ein paar Sommerkleider mit dabei, da es für mich in hoffentlich einer Woche oder zwei auf Urlaub geht. Beziehungsweise da diese Bestellung einen Tag, bevor ich jetzt für ein paar Tage auf Kurzurlaub war, angekommen ist, konntet ihr sogar so einen kleinen Sneak Peek bereits auf Instagram sehen. Da könnt ihr mir im Übrigen auch gerne folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Da heiße ich genau wie hier auf YouTube Fiesophie. Also schaut da gerne mal vorbei. Da habt ihr nämlich bereits eins von den Sommerkleidern, das ich euch gleich zeigen werde, gesehen. Und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal damit. Das ist nämlich dieses hier. Auf dem Foto sieht man das ja nur von hinten. Jetzt habt ihr hier das Ganze nochmal mit Ausschnitt etc. Das ist ein wirklich, wirklich schön sommerlich luftiges Kleid, das man super mitnehmen kann, weil der Stoff auch nicht sonderlich leicht knittert. Also der verzeiht einem da sehr, sehr viel und wenn ihr so seid wie ich, dann bügelt ihr nicht gerne und deswegen fand ich das echt angenehm mitzunehmen. Ich mag den Ausschnitt auch recht gern, auch wenn er irgendwie dazu tendiert, manchmal ein bisschen aufzuklaffen, aber ich werde mir da wahrscheinlich einfach so Druckknöpfe reinnähen, damit man das ein bisschen verschließen kann. Ansonsten wirklich Top-Kleid. Ich habe das im Urlaub zweimal angehabt, einmal zum Spazierengehen und dann nochmal zum Abendessen. Und ja, also ich bin ein großer Fan. Ich glaube, das ist sogar aus dem gesamten Haul so mein Lieblingsteil. An dieser Stelle nochmal ein großes Danke an Solmia, dass ich mir ein paar von ihren Produkten aussuchen durfte. Ihr findet alle Infos zu den Produkten sowie zur Homepage etc. unten in der Infobox, da habe ich euch alles verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Ich gebe euch ja mit meinen Sachen wirklich nur einen Mini-Eindruck, aber es gibt da noch sehr, sehr viel mehr, also schaut gerne rein. Ein weiteres Kleid, was vom Schnitt nicht ganz unähnlich ist, ist dieses Lachsfarbene hier. Da war ich mir am Anfang sehr, sehr unsicher, vor allem weil der Stoff hier oben relativ durchsichtig ist, aber mit einem hautfarbenen BH ist das kein Thema. Noch dazu hat es hier einen Unterrock, das heißt, es ist auch egal, was für Unterwäsche man dazu trägt. Das ist, wie gesagt, nicht unähnlich zu dem letzten Kleid, auch wenn der Ausschnitt ein bisschen anders ist. Und das hat eben auch nochmal so ein Band zum Zuschnüren. Das habe ich jetzt in dem Fall einfach mal hinten zugeknotet, weil ich es ganz süß fand. Die Farbe finde ich gerade jetzt, wo ich so ein bisschen braun geworden bin, sehr, sehr schön an mir. Ich glaube, ja, mit noch dunkleren Hauttypen könnte das noch besser aussehen. Ich mag es aber sehr, sehr gern. Ich finde es super bequem. Gerade weil das auch so ein Gummi um die Taille hat, das ist sehr angenehm. Also man kann in dem Kleid essen ohne Ende. Das werde ich jetzt auch ziemlich sicher zu meinem nächsten Urlaub mitnehmen. Und apropos Gummi um die Taille. Etwas, wo ich drauf gekommen bin, dass ich es eigentlich fast gar nicht besitze, sind so Überwürfe für Bikinis. Sprich, dass man einfach was drüber anzieht. Beziehungsweise ich habe da so ein paar Kleidchen, aber ich hatte irgendwie nie was, wenn ich jetzt ein T-Shirt anziehen wollte, das ein bisschen mehr die Arme bedeckt und dann brauchte ich noch was für unten. Und wenn ich dann keine eng anliegende Hose anziehen wollte, dann war es immer so ein bisschen Dafür habe ich mir jetzt diesen Rock hier bestellt. Der ist ziemlich durchsichtig, aber das kann er ja auch ruhig sein. Der ist wie gesagt einfach so als Überzug, wenn man zum Strand geht. Und da sind eben diese süßen Schmetterlinge drauf, die auch nicht zu 100% angenäht sind, sondern teilweise so ein bisschen abstehen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und den kann man eben positionieren, wie man möchte. Ich habe ihn jetzt einfach in der Taille getragen. Ich werde den eventuell sogar als Tanzrock dann missbrauchen. Da werde ich mir nur eine andere Hose noch drunter ziehen müssen. Wahrscheinlich einfach eine Radlerhose oder so. Also je nachdem kann man den wahrscheinlich sogar so im Alltag tragen. Wie gesagt, mit einer schwarzen Radlerhose drunter finde ich das eigentlich auch ganz cool. Und da es nicht nur bei dem Rock bleiben sollte, was Bikini und so Bademode betrifft, habe ich mir auch noch einen Bikini bestellt. Und zwar ist das dieser hier. Bei meiner letzten Solmia-Bestellung ist mir der auch schon aufgefallen. Und diesmal musste ich ihn einfach nehmen. Vor allem wegen dieser Hose. Ich fand die Mischung der Farben einfach ganz cool. Das Oberteil ist auch sehr bequem. Durch diese zwei Träger hält es auch sehr, sehr gut. Ich habe nämlich manchmal das Problem mit nur so dünnen Trägerchen, dass ich das Gefühl habe, es hält alles nicht so ganz oder sitzt nicht so da, wo es sitzen sollte. Aber bei dem habe ich wirklich das Gefühl,
da passiert nichts. Weil ich es jetzt natürlich überall vergessen habe, dazu zu sagen, die Größen der ganzen Produkte findet ihr unten in der Infobox genauso und natürlich wie die Links zu allen Produkten, nur weil ich gerade dabei bin. Den Bikini habe ich mir in der Größe M bestellt. Der passt auch sehr, sehr gut. Also beim Oberteil könnten die Cups ein bisschen größer sein, aber es ist bei mir oft das Problem. Die Hose sitzt aber einfach perfekt. Davon bin ich ein Riesenfan. Dann habe ich mir noch was ausgesucht. Das ist irgendwie, ich glaube, relativ multifunktional. Entweder als Oberteil zu tragen oder einfach so als Weste. Das ist dieses hier. Ich werde es wahrscheinlich als Mischung tragen. Vermutlich werde ich was drunter ziehen, sodass ich es zur Not auch aufmachen kann quasi. Ich glaube, es ist auch wirklich als Weste gedacht. Das kann man eben schnüren. Das einzig Doofe ist, dass es leider hier an den Seiten keine, wie heißt das? So, dass man es einfädeln kann quasi, dass man den Gürtel einfädeln kann zu dieser Weste. Das fände ich eigentlich angenehm, dass wenn man es offen trägt, man den Gürtel quasi nicht verliert und man es vielleicht hinten noch zusammenbinden könnte. Das kann man aber eigentlich selber auch ganz gut nähen. Also vielleicht nähe ich mir einfach selbst so kleine Schlaufen, damit ich den Gürtel nicht verliere. Weil mir gerade eins entgegenfliegt, die Produkte kommen alle in diesen Plastikbeutelchen, was ja vielleicht jetzt für die Umwelt nicht so top ist, aber ich verwende die sehr, sehr gerne zum Fliegen bzw. generell zum Reisen, wenn ich zum Beispiel Schuhe transportiere und ich nicht möchte, dass alles schmutzig wird. Also ich verwende die einfach, um die Schuhe drin einzupacken oder eben in puncto Fliegen für Flüssigkeiten. Da muss man die Flüssigkeiten ja immer in durchsichtigen Täschchen, Behältern, wie auch immer transportieren, damit die reingucken können. Und dafür sind die sehr praktisch, weil die eben wieder verschließbar sind. Und wenn was ausläuft, also auch so beim allgemeinen Reisen, ist es immer sehr angenehm, wenn man so ein Tütchen hat, wo dann einfach die restlichen Klamotten oder was auch immer man im Koffer oder in der Tasche hat, nicht dreckig werden. Kommen wir zum nächsten Teil und das ist ein Jumpsuit, bei dem ich mir sehr, sehr unsicher war, weil ich mit Jumpsuits immer so ein bisschen meine Probleme habe, weil sie meistens nicht sitzen. Aber in dem Fall ist das wirklich mal einer, der mir passt. Und zwar ziemlich perfekt, ehrlich gesagt. Das ist dieser hier mit so einem süßen Pünktchenmuster. Und ich habe den hauptsächlich deswegen ausgesucht, weil ich die Ärmel einfach so cool fand. Ich liebe diese Trompetenärmel. Die hätten sogar fast ein Stückchen noch länger sein können für meinen Geschmack. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, dass das eben einer ist, den man wahrscheinlich tendenziell ohne BH trägt, so werde ich es zumindest machen. Oder vielleicht mit so einem süßen Spitzenbralett. Aber der wird eben vorne zusammengeschnürt. Und ja, ich mag das einfach ganz gerne. Auch rückenfreie Kleider, da kommen wir dann noch zu einem, was man hinten zusammenschnürt, wo man eben, ja, entweder keinen BH oder so ein bisschen besonderere BHs quasi zu anziehen kann. Der ist auf jeden Fall super bequem. Ich habe den auch schon mal angehabt den ganzen Tag und ja, auch der Stoff, der zerknittert nicht und man kann den super einstecken, auch gerade mit dem Muster. Man sieht da eigentlich so gut wie gar nichts und ich finde es schön, dass diese Riffel auch hier unten aufgegriffen werden. Also wirklich, wirklich süßes Teil, bin ich total verliebt. Kommt direkt nach dem hellblauen Kleid, was ich euch schon gezeigt habe. Wirklich direkt. Und dann kommen wir zur allerletzten Sache und da wären wir eben beim Thema rückenfreies Kleid. Das ist dieses hier. Leider ist es mir so ein Hauch zu groß, aber das ist nun einfach Online-Shopping. Ich war mir sehr, sehr unsicher mit den Größen. Tatsächlich fällt es aber gar nicht so stark auf. Also ich weiß, es sollte eben ein bisschen weiter oben sitzen, da wo der Reißverschluss ist. Und das, wenn man es weghält, dann steht es schon deutlich ab. Wahrscheinlich würde es mir aber obenrum so ein bisschen zu eng sein, wenn es kleiner wäre. Deswegen kann ich eigentlich ganz gut damit leben. Und auch da war ich ein Riesenfan von den Ärmeln. Ich finde die so süß. Ich mag einfach so Puffärmel, wenn sie nicht gerade hier gepufft sind, sondern einfach da. Und das ist eben auch eins, was man tendenziell ohne BH trägt. An dem finde ich auch einfach die Farbe so wunderschön. Das ist halt eine meiner absoluten Lieblingsfarben. So dieses Blau, was so ein bisschen ins Mint geht, finde ich super, super süß. Und ja, vielleicht mache ich es noch einen Ticken enger. Aber vielleicht lasse ich es auch einfach so. Es ist jetzt kein Weltuntergang. Man sieht, ich kann es tragen, ohne dass ich es verliere. Also ist es jetzt nicht
überdramatisch. Und das war's dann auch schon wieder mit meinem Haul. Ich hoffe natürlich, dass er euch gefallen hat. Vielleicht war ja irgendwas für euch auch dabei. Wie gesagt, checkt gerne mal die Infobox aus. Da findet ihr alle Links zu den Teilen, inklusive auch nochmal die Größen, die ich da anhatte, bei denen, wo ich es vergessen habe. Sorry dafür. Es steht aber auch nicht in jedem Teil die Größe dabei. Das ist mein großes Problem. Aber ich werde euch das alles raussuchen und unten verlinken. Danke nochmal an Solmir für die liebe Zusammenarbeit. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos. Und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich wie immer, wenn ihr auch die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!